Ich hatte ja gestern die Projekte vorgestellt, die jetzt so neue Ergebnisse erzielt haben bei Podlove und so die ganze Release-Welle, die uns jetzt bevorsteht. Ist ja nicht so, dass das schon alles wäre. Wir rollen auch eine ganze Menge Ideen gerade und haben sozusagen nochmal so eine kleine Forschungsabteilung gegründet in Form von Lasse. Lasse, wink doch mal kurz. Da, Lasse, genau. Wisst ja Lass noch uns gar nicht, also worum eine es ganze geht, ne? F&E-Abteilung. Genau. Also wir haben ja irgendwie so diesen geheimen Schlachtplan, irgendwie so das mit dem Podcasting dann auch wirklich mal so richtig in unsere Kralle zu kriegen. Und ich hatte beim letzten Workshop mal diese Idee von der Podlove-Matrix vorgestellt. Da gab es ja dann auch noch diesen entsprechenden Talk auf der Republika, der insofern etwas gewagt war, als dass wir da wirklich eher so eine Idee formuliert haben. Umso mehr man dann darüber nachdenkt und sich damit beschäftigt, stellt man dann so fest, wie viel Unterbau für so etwas dann auch tatsächlich dann noch fehlt. Nichtsdestotrotz ist so das Ziel, so im Hinblick auf ein universelles Verzeichnis zu haben, nach wie vor aktiv. Dann haben wir aber ein bisschen drüber nachgedacht, wie man da am schnellsten hinmarschieren kann. Und haben so ein kleines Zwischenziel formuliert, an dem halt jetzt gerade geforscht wird, so in Form von Code. Wir wollen nämlich einen Validator bauen. Also wer schon mal so Probleme mit seinem Feed hat, ist ja bestimmt irgendwann mal so auf feedvalidator.org gestoßen, hat dann seinen Podcast-Feed reingetan und sich gewundert, was da alles für komische Fehlermeldungen bei rauskommen. Es liegt daran, dass diese Software einfach vollkommen ungepflegt ist und irgendwie, also keiner sich wirklich drum kümmert, beziehungsweise grundsätzlich ja, they don't care about Podcasts. So, das ist halt das Problem. Und deswegen sind wir gerade dabei, einen eigenen Feed-Validator zu bauen, speziell für Podcasts, der halt einerseits sich den Feed anschaut und mal guckt, was denn damit eigentlich ist, also ob es da irgendwelche offensichtlichen Fehler gibt. Das ist dann auch so das Ziel, das irgendwann mal in den Publisher einzubauen, weil derzeit benutzen wir dann noch Feed-Validator und dann kommen immer viele auf uns zu und sagen, oh, da gibt es aber Fehler, die halt eigentlich gar keine Fehler sind. Naja, sollte sich also irgendjemand auch nochmal berufen fühlen, so in der XML-Welt ein bisschen mitzustöbern, könnt ihr euch auch bei Lasse melden. Nichtsdestotrotz sind wir eben auch noch an solchen Sachen dran. Aber so richtig zu präsentieren gibt es da jetzt noch nichts. Das machen wir dann vielleicht nächstes Jahr. So, und jetzt wollen wir eine Kurze Abschlussrunde der Rückschau Workshops machen. zu Genau. gestern machen. Ich würde jetzt einfach mal die Slot 1 aufrufen, mit Mike anfangen. Also kurz mal so ein bisschen Wasserstandsmeldung, was da so diskutiert wurde, was da vielleicht an interessanten Ergebnissen. Erkenntnissen oder neuen Fragestellungen kam. Das wäre ganz gut. Kommt doch einfach mal kurz Komm nach dann nach vorne, vorne genau, dann bist du nämlich auch im und Video. sagt mal was. Muss jetzt nicht so länglich sein, aber naja. Also zwei, drei Worte. Es ging ja ums Marketing für Podcasts, beziehungsweise wie kann ich meine Hörer-Community vergrößern. Und wir haben uns im Grunde ein bisschen ausgetauscht, was für Möglichkeiten es gibt, wie das ganze Thema mit Social Media und Netzwerken und so weiter da aussieht, was kann man da machen, was für Erfahrungen gibt es. Eine Sache war sehr interessant, und zwar Community Sharing haben wir darüber diskutiert. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Ingenieur-Podcast habe und es gibt noch jemanden, der irgendwie einen naheliegenden Ingenieur-Podcast hat, das ist kein Wettbewerber, sondern das ist ein spannender Austausch. Da haben wir drüber geredet. Wir hatten auch die Frage, macht es Sinn, irgendwie Geld für Werbung auszugeben? Da war meine Antwort nein, sei denn, du willst damit noch mehr Geld verdienen. Ansonsten würde ich es sein lassen. Das war so im Grunde das Ganze. Am Ende zählt die Community. Wir senden für die Community. Und Weiterempfehlung, das ist zumindest meine Erfahrung, ist halt etwas, was wahnsinnig viel hilft und ein großer Hebel ist, um seine eigene Podcast-Community zu vergrößern. Gibt es eine Doku? Er kümmert sich drum. Auch von Nick, Georg. Ja, wir haben ein bisschen gesprochen über was so ansteht und so Wünsche. Also einerseits über Multitrack, was es da für Anregungen gegeben hat und was da in Zukunft jetzt kommen wird. Dann ein großer Punkt war die Mobile App, wie es da weitergeht. Ja, das ist ein bisschen ein Sorgenkind im Moment. Dann war noch über Spracherkennung haben wir dann auch gesprochen. Da gibt es ein paar interessante Services, die man ziemlich einfach integrieren könnte. Die Frage ist, ob das wer braucht und vor allem, wie gut das funktioniert. Und es ist natürlich auch teuer. Also diese Services kosten natürlich auch irgendwas. Ob sich das halt überhaupt auszahlt für Podcaster. Und das war es dann, glaube ich, auch schon.
Also wenn wer da noch Anregungen hat zu den Themen, kann er das mir gerne sagen. Danke. Dankeschön. Die Wissenschaftspodcaster. Henning ist nicht da. Martin, machst du das? Ja, der Henning. Henning Krause hatte darum gebeten, genau. Henning Krause ist vielleicht bekannt als derjenige, der den Raumzeit-Podcast und den Resonator-Podcast angeschoben hat. Der hatte gestern die Idee, dass man auch über Wissenschaftspodcasts nochmal in einer extra Runde redet. Anknüpfend an das, was im Oktober in Witten auch passiert ist, da haben sich ja auch schon ein paar Wissenschaftspodcaster hingesetzt und wir haben also so ein bisschen da nochmal Resümee gezogen, was war denn da eigentlich dabei rausgekommen. Im Wesentlichen nichts Konkretes, also man hat sich mal so ein bisschen ausgetauscht. Zwei Aspekte haben wir gestern mehr oder weniger vertieft. Da ging es einmal darum, die Sichtbarkeit zu erhöhen, also wie kann man bekannter werden, wie kann man vielleicht Publikum erschließen, was bisher diesem Medium noch nicht zugeneigt gewesen ist. Da haben sich im Wesentlichen so zwei Lager gebildet. Die einen sagten, wir müssen es wäre ganz sinnvoll, irgendeine Form von Zentrale zu bauen, wo Interessierte hingehen können und sich dann aus verschiedenen Quellen bedienen können. Und das andere Lager hat eher so in Richtung Single Purpose gesprochen, um einen relativ einfachen und barrierefreien Zugang zu haben. Zwei Modelle, die sich eigentlich ausschließen, aber die man vielleicht noch kontrovers diskutieren kann. Und dann haben wir die dann da noch verbleibende Zeit darüber nachgedacht, wie man denn, wenn man ein Interview mit einem Forscher beispielsweise macht, wie man das gestalten kann. Da hat Tim, der dabei war, auch ein bisschen so aus seiner Praxis mit dem Raumzeit berichtet. Und wir haben erfahren, dass Tim dafür bezahlt wird, dass er sich nicht vorbereitet. Das war eine Erkenntnis. Danke. Vielen Dank. Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung noch zu dieser Debatte mit den Single-Purpose-Apps. Ihr werdet es mitbekommen haben, ich bin da kein Freund von. Wir haben aber auch schon eine pfiffige Idee, wie wir diesen Subscribe-Button vielleicht dahingehend mal ausweiten, dass man quasi nicht nur mit einem Button einen Podcast abonnieren kann, sondern vielleicht auch gleich eine ganze Gruppe von Podcasts. Da müssen wir dann mal mit den Podcast-Client-Developern in Verbindung treten. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal sagen, die Podcast-Clients, die ihr benutzt, ja, schreibt mal die Leute an, schreibt mal diese Developer an, sagt denen irgendwie, hier erstens Podlove ist wichtig und weil wir versuchen einfach gerade da ins Gespräch zu kommen, mit diesem Subscribe-Button klappt das gerade ganz gut, aber umso mehr Druck da auch jetzt von Hörern und anderen Podcastern kommt, umso besser, das verbessert da unsere Stellung an der Stelle. Dann würden wir jetzt, oder möchtest du noch, oder? Ja, wer will denn noch zusammenfassen? Machen wir weiter. Gut, dann sind wir jetzt bei Slot 2. Da ist die Barrierefreiheit. Martin sehe ich jetzt, glaube ich, nicht, der das eingereicht hatte. Juri, möchtest du? Das wäre schön. Ich habe schon gesehen, ihr habt fleißig Notizen zumindest gemacht. Also scheint das eine sehr intensiv produktive Sitzung gewesen zu sein. Also es war eine sehr gute Runde, fand ich. Wir haben Notizen gemacht, die ich mir nicht angucken konnte jetzt mehr. Also ich habe mich nicht vorbereitet, ich wurde leider auch nicht bezahlt dafür. Jetzt kann ich sagen, also wir haben uns vor allem um Transkripte, um Zugang für Gehörlose für Gehörlose und für Blinde angesehen. Und da sind Transkripte spielen eine große Rolle. Der interessanteste Feind war jetzt eigentlich, dass man mit YouTube ziemlich viel machen kann, wenn man es irgendwie, man kann vor allem sich Transkripte beziehen, indem man das hochlädt und nachher sich das SRT runterzieht. Das geht wohl irgendwie. Wie, das müssen wir noch rausfinden. Also wer auch immer hier das weiß, wie das geht, bitte veröffentlichen. Also so, dass es YouTube nicht mitbekommt, aber wir alle. Ja, also ARIA-Annotationen, also vor allem müssen wir uns angucken, wie der Player mit Screenreadern funktioniert. Das tut er wohl noch nicht so gut. Natürlich ist Flash keine Option für Leute, die nur was vorgelesen bekommen. Und wir haben die Möglichkeit, das zu machen. Wir werden das auch machen wollen. Vor allem, wenn wir hören, also ich bin besonders daran interessiert, mal sowas umzusetzen, wenn es endlich mal jemanden gibt, der das braucht, ja. Weil im Marketing spielt das ja sowieso keine Rolle. Ja? Die wollen ja alle nur Geld machen. Gut. Falls ich noch was vergessen habe, dann tut's mir leid. Ja, kam da noch was mit so
sag schon, so Doppelvideo mit Gebärdensprachen, war das ein Thema? Ja, das war auch ein Thema, genau. Wir haben dann rausgefunden, dass, oder es wurde gesagt, dass wir diese im W3C-Standard vorgesehenen Multitrack-Features von MP4, dass die noch keine Browser-Unterstützung haben. Das heißt, wir müssten uns da noch was anderes überlegen. Aber es gibt ja eine Lösung dafür, und zwar einfach mehrere Dateien auszuliefern. Also auch da, wir sind dran. Gut. Dann der Alexander hat uns gestern schon verlassen von der Podcasting-Studie. Wer aus dieser Runde möchte vielleicht kurz nochmal? Keiner, okay. Ich bin leider etwas später zugekommen, aber da war dann, glaube ich, so der Konsens, dass wir solche Studien aus eigenem Interesse, also als Podcaster, weiterführen sollten, dass man vielleicht mit diesen Datensätzen, die hinten rauskommen, auf jeden Fall noch was machen könnte und sollte. Und auch, was Nele gestern vorgeschlagen hatte, dass man eben diese Umfrage einfach selber weiterführt, vielleicht auch verbessert, dass das eine gute Idee ist und sich da durchaus mal jemand drum kümmern sollte. Und es steht zur Aussicht, dass es nächstes Jahr eventuell eine Auswertung zu Corporate Podcasting gibt und Alexander, wenn er es schafft, das auszuwerten, selber nochmal vorstellt. Und fände ich eigentlich eine schöne Sache, also wie man eben Podcasts im Unternehmen platzieren kann, von Unternehmen platzieren kann und sonstiges. Genau, und wer Lust hat, vielleicht auch an so einem Polling-Subsystem zu arbeiten, was man vielleicht bei Podlove dann auch gleich noch mit integrieren könnte. Ja, das wäre jetzt auch, die Übergabe zu dir, weil du hattest auch Slot 2 zum Stand von Podlove und weiterem. Ja gut, da habe ich ja schon eine ganze Menge erzählt. Das war jetzt eigentlich eine sehr interaktive Fragerunde zum Thema Migration und so weiter. Da machen wir heute nochmal was zu Templates und zum Webplayer. Und sehr viel mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht zu berichten, als was wir versucht haben, alle Fragen zu beantworten. Wurden sie auch beantwortet? Ich hoffe. Gut, dann kannst du an Sven weitergeben. Der hat nämlich dann vor dir. Der hat nämlich eine Session zu sprechen gemacht. Ich glaube, es war jetzt insgesamt die dritte, die du angeboten hattest. Ja, aber es war letztendlich eigentlich nur nochmal die Session von letztem Jahr, also die erste Session. Das heißt, es war eine Wiederholung für alle, die noch Interesse hatten. Das war ein ziemlicher Monolog und ich hoffe, ich habe einigen quasi die Freude am Sprechen ein bisschen beigebracht. Ich würde mich immer noch freuen, wenn jemand Kontakte hat, beim nächsten Workshop vielleicht mal jemanden zu haben, der das Ganze auch wirklich professionell betreibt, weil ich selber habe ja nur so eine ganz kleine, bei einem kleinen TV-Sender bekommene Sprecherausbildung oder Crashkurs erhalten. Und da wäre es wirklich mal interessant, vielleicht auch noch das nächste Mal jemanden zu haben, der da noch ein bisschen mehr beitragen kann, dass ich mich nicht Jahr für Jahr im Grunde in meinen Grundzügen wiederhole. Aber ansonsten, ja, alle haben es überlebt. Bis auf die, die heute nicht gekommen sind. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob da ein Zusammenhang besteht. Kurze Anmerkung noch dazu, professionelle Sprecher wären zwar schön, es wäre natürlich noch schöner, wenn die aus der Community auch kommen würden und dann auch ihren Teil zum Podcasting beitragen oder dann eben auch mitnehmen können. Also es ist immer, finde ich jedenfalls, schöner, wenn wir nicht von außen sozusagen einkaufen müssen, sondern hier in dem Falle uns selber helfen. Das hatten wir nämlich schon mal zur Debatte. Genau, denn du weißt ja, Claudia, professionelles Sprechen ist der Schlüssel zum erfolgreichen Podcasting. Und wir schalten jetzt weiter zum nächsten Thema. Ja, und zur Werbung. Und zur Werbung. Genau, wir haben hier Hörer einbinden. Das Erstkontakt war es noch nicht, Hörer einbinden, ja, nein, und Feedback erhöhen. Die beiden Herren, die sich das geteilt hatten, einer davon zumindest wäre schön, es kommen sogar beide noch besser. Wir haben, glaube ich, sogar zwei Mikros. Genau, erhöht doch mal das Feedback. Also nicht das mit den Boxen und dem Audio, das hatte ich nicht gemeint, das wissen alle, wie man das macht. Ja, also ich habe ein bisschen über Feedback erzählt. Interessant ist, wir haben zwei Arten von Feedback, das nach dem Leute suchen, identifiziert. Das eine ist tatsächlich einfach nur das Feedback, ich werde gehört, die Leute haben es aufmerksam gehört, wo wir dann so ein bisschen drüber diskutiert haben, ob man das mit einem Button oder mit einem Sternesystem oder das Beste ist natürlich, wenn sie flattern, das ist immer ein Zeichen, dass es gut gefunden ist, bearbeitet wird. Das andere ist das Feedback, was hat mir besonders gefallen? Was sollte ich vielleicht anders machen in meinem Podcast? Wie kann ich den Podcast mit den Hörern besser gestalten? Und ich habe davon mitgenommen, wir sollten uns als Podcaster gegenseitig besser zuhören und einmal die Woche jemand positives und negatives oder kritisches, konstruktives Feedback geben. Und das so
einmal die Woche jeder von uns, dann werden alle Podcasts ganz schön viel besser werden. Ja, also viel kann ich nicht dazu hinzufügen. Das Einzige, was halt war, was wir halt gemerkt haben, dass es muss ganz simpel sein. Also Sterne ist schon manchmal zu viel, wenn man einfach nur ja, nein oder... Also um ein Feedback zu bekommen, muss es für den Nutzer simpel sein, weil ja retweetet wird ja und ein Stern gegeben bei Twitter auch, aber wenn es mehr ist, wird es schon kompliziert. Und man bekommt halt geschriebenes Feedback eher schriftlich und ja, alles andere sind halt, die positiven Sachen sind halt nur Sterne oder Retweet. Ja, darauf müsste man achten. Sternchen funktionieren nicht. Oder das hat Vorlagen YouTube schon sehr früh begriffen. Vorlagen für Erster und Plus Eins. Ja, next. Ja, der dicke Dieter, wir erwarten Stand-Up-Comedy. Ja, wir haben im Wesentlichen eine Dreiviertelstunde Tittenwitze gemacht. Nee, wir haben uns mal so unterhalten darüber, was es denn irgendwie so gibt, so an lustigen Sachen im Podcast-Audio-Dings. Und ja, haben da so zwei Sachen rausarbeiten können, was irgendwie auch so halbwegs auf der Hand liegt. Einmal so die Leute, die untereinander ganz gut funktionieren und irgendwie so eine ansprechend unterhaltsame, lustige Dynamik haben. Und auf der anderen Seite, die sich tatsächlich irgendwie Gedanken machen und versuchen, irgendwie was halbgeskriptetes oder so lustig aufzunehmen und dann zu veröffentlichen. Dann gab es noch einen, und dann haben wir noch darüber diskutiert, wie man das denn, also wie man sozusagen sowas forcieren könnte. Da gab es ein paar interessante Ideen, natürlich irgendwie von der vollgeskripteten Radioshow, die natürlich Aufwand ohne Ende bedeutet, aber wahrscheinlich die höchste ja, Qualität aufweisen würde. Bis zu was? Danke. Bis zu Faden verloren. Egal. Ach nee, dann kam von Martin Delius ein super Einwurf. Wie hat er es noch genannt? Geplante Überforderung. Geplante Überforderung, genau. Dass man einfach so ganz gut lustige und völlig strullige Situationen erzeugen kann, indem man sich selber und auch andere Mitpodcaster in irgendwelche Situationen bringt, aus denen sie sich erstmal rauslavieren und rauslümmeln müssen. Was an sich ganz witzig ist und was, glaube ich, auch als Audio super funktionieren könnte. Dann ist uns aber auch irgendwie aufgefallen, wir kennen gar nicht so wie ich so die ganzen Sachen, die es da draußen gibt und haben deshalb, ich habe gestern einen Google Doc eröffnet und habe es jetzt tatsächlich auch nach zwei, dreimal probieren geschafft, dass jeder das bearbeiten kann und habe es gestern auch schon über die Liste geschickt und verlinkt und da sammeln wir wirklich witzige Podcasts, da darf sich jeder eintragen, da werden wir ganz dankbar für und dann können wir uns mal einen Überblick verschaffen, was es schon gibt und vielleicht haben da ja auch andere Leute tolle Ideen gehabt oder so. Danke. Ich empfehle Cerealien. Das hat heute Morgen bei uns. Kommt noch ein Witz? Los, schnell. Nee. Das mit der geplanten Überforderung funktioniert super. Ja, ja. Ja, man merkt, Deutschland ist wirklich die Speerspitze im Comedy-Bereich. Ja. Das kommt davon, wenn man das Juristen überlässt. So, die Frauen-Selbsthilfegruppe bitte. Kada, ich glaube, ihr habt auch einige konkrete Action-Items dann erarbeitet und ja, genau. Ich glaube, es war ein sehr gutes Gespräch. Alle, die dabei waren, haben hinterher gesagt, super, dass wir das gemacht haben. Wir haben festgestellt, es ist ein Thema und es ist irgendwie wichtig, dass wir darüber reden. Hatten dann auch schon so ein paar konkrete, also einmal Problemfelder, die typisch sind für Frauen. Das eine ist irgendwie Selbstbewusstsein und Selbstkritik und Perfektionismus, wo ganz viele oft das Gefühl haben, ich habe mich hier gerade aufgenommen, höre hinterher meine Stimme und möchte es am liebsten wieder löschen. Das andere war, was erwarten wir von euch? Da gab es eben die konkrete Bitte, ladet Frauen in eure Podcasts ein, denkt drüber nach, bei welchem Thema würde das passen, wer könnte da mitmachen. Es gab großes Lob für Kasper, der alle Frauen in Berlin einfach mal einlädt in seine Podcasts, also nehmt euch ein Beispiel an ihm. Und gebt auch Feedback, wenn ihr einen tollen Podcast gehört habt und da ist eine Frau dabei. Das ist immer sehr wichtig, einfach zu hören, das, was du da machst, ist wirklich cool und es gefällt mir. Oder auch, das ist cool und gefällt mir, du könntest noch das und das machen, damit es noch cooler wird. Also das ist einfach so, ja, Feedback halt auch für Frauen. Und wir haben festgestellt, wir müssen uns halt irgendwie vernetzen. Also das ist einfach das Wichtigste und da
gucken wir jetzt mal, wer sich dafür die Zeit nimmt und das mal ein bisschen auf die Beine stellt, infrastrukturell. Genau. Dankeschön. Kaspar, deine sensitive Gesprächsführung wurde sehr gelobt. Und wo wir dabei sind, Christian, Interviews. Dankeschön. Ich kann relativ wenig dazu sagen, weil es wirklich ein reines Vortragsformat war, außer der Tatsache, dass ich das Dokument oder die PowerPoints, ne, Keynotes, die ich gestern gehalten habe, natürlich zur Verfügung stelle. Ich würde das einfach in das Dokument mit unten reinmachen und darauf verlinken. Aber das Feedback, denke ich, sollte besser von jemandem kommen, der dabei gewesen ist. Du warst gestern zum Beispiel anwesend, richtig? Nein. Ah, das ist natürlich jetzt hier geschickt. Eine gezielte Überforderung, das wird wahrscheinlich nicht lustig. Also was er gerade sagte, er hat also quasi einen monologischen Vortrag gehalten, der sich nach meinem Gefühl eher so ein bisschen an Radioprofis orientiert hat. Also wie führt man ein Interview oder was sind die tatsächlich wichtigen Punkte für ein Interview? Das war am Anfang monologisch und hat sich erst im Nachhinein so ein bisschen auf die Gruppe sozusagen aufgeweitet. Da ich mich mit Interviews schon vorher beschäftigt habe, habe ich nicht so ganz viel Neues mitbekommen, aber wir haben ein paar konkrete Fragen dann geklärt, sodass ich tatsächlich auch zum Beispiel mit dem Begriff der Balkonfrage, mit dem ich früher Schwierigkeiten hatte, habe ich jetzt nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern drei verschiedene Definitionen bekommen. Das ist natürlich auch schon mal was. Danke. Dankeschön euch beiden. Dann haben wir tatsächlich gestern mal was gehabt, was ich mir ja immer wünsche, nämlich so einen Inkubator oder so einen Pitch für eine neue Podcast-Idee, Ayuwo. Du hast den damals TM-Podcast tatsächlich gestern erfolgreich geboren, sozusagen mit einer -1-Folge. Nullnummer war gestern, ja? Ja, genau. Nullnummer haben wir uns noch nicht getraut. Also es gab eine Live-Dokumentation, übrigens mit der Auphonic Android-App, hat ganz gut funktioniert, danke Georg. Die habe ich heute Morgen erstmal wieder runtergenommen, weil es war doch ein bisschen arg. Es war ein sehr kreativer Workshop, wo oft mindestens drei Leute gleichzeitig von etwa 6 bis 8 Anwesenden gesprochen haben. Aber die Menge der Ideen ist fantastisch. Ich werde ihn nochmal auswerten und ich werde eine sozusagen benutzbare Version die nächsten Tage über die Mailingliste, die wohl noch ein paar Tage geht, mal verteilen. Dropbox. Vielleicht auch noch ein paar Jahre. Mal ja, schauen. Wunderbar. Okay, ansonsten twittert mich an. Also wenn jemand das Original will, also auch wenn es jetzt keine Zensur, wer das gerne möchte, immer herzlich gerne. Es war mir was für die Soziologen unter euch. Also der damals TM-Podcast startet und zwar angedockt an Luis und Steffen vom vor100.de Podcast. Schön so mit Linux und einfach, wie mir das auch gefällt. Wir machen erstmal ein paar Folgen, fangen damit immer Anfang Januar an. Vor dem 20. Dezember haben wir sowieso keine Zeit, haben wir festgestellt. Und meine Aufgabe ist es, weiter Leute zu suchen, die alte Technik, die irgendwann zwischen 1900 und 1990 mal aktiv und kulturbestimmend war, in irgendeiner Form interessant finden oder darüber was erzählen können oder Artefakte haben oder Bilder haben oder alte Filme oder sonst irgend so etwas. Und vielleicht sogar aus der Ferne über Skype, Mammel oder sonst was oder aber auch tatsächlich vor Ort in Berlin. Es wird übrigens eine Berlin-Düsseldorfer Kooperation geografisch, das mal beitragen wollen und auf diese Weise zur Kulturbereicherung auch etwas tun wollen. Ja, also voller Erfolg, tolle Sache. Da sieht man, wozu diese Treffen alles gut sind. Also wie gesagt, die nächsten Tage ist auch was auf der Mailinglist. Ansonsten @ayuwo oder ayuwo.de poste ich dann nochmal den Link, wo dann nochmal beschrieben wird, worum geht's und was für Ideen hatten wir und was kann man damit alles machen. Vielen Dank. Ich wollte jetzt schon laut schreien, Skandal, depublizieren ist auch im Podcast. Du hast noch nicht mal 7 Tage gewartet.